Das BSB-Porträt, der Badische Sportbund. Von Aikido bis Turnen und von Fußball bis zum Kegeln. Sport in Nordbaden. Aber auf die Seite. So. Na, wie geht er mal durch? Fabian Hilz, 20 Jahre jung, eines der hoffnungsvollen Schiedsrichtertalente der Region. Heute pfeift er das Kreisligaspiel zwischen dem FC Viktoria Berghausen und dem FV Malsch. 3 Jahre ist es her, dass er den Schiedsrichterschein machte. Inzwischen ist Fabian Teil des Regionalkaders, in dem junge Talente an der Pfeife speziell gefördert werden, um sie dann auch bald in höheren Ligen ranzulassen. Mit 20 hat er das optimale Alter. Also besser geht's fast nicht. Theoretisch hat er alle Möglichkeiten, bis ganz nach oben zu kommen. Ja. Ich bin jetzt gerade in die Kreisliga aufgestiegen und ich bin auch vielleicht auch gut dabei, vielleicht auch in die Landesliga hochzugehen. Und dann gehe ich gerne den Weg so weit, wie es geht. Aktuell sind eigentlich keine Grenzen nach oben, also nach oben gesetzt und ich nehme alles, was ich kriegen kann. Bis in die Bundesliga schaffen es nur die wenigsten und es gehört einiges dazu, um die Karriereleiter weiter zu klettern. Persönlichkeit, Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft, Kritikfähigkeit und natürlich auch ein bisschen Glück, klar. Germany's Next FIFA Referee, das suchen die Ausbilder beim Badischen Fußballverband gar nicht unbedingt. In allen Spielklassen werden jedes Wochenende Dutzende Schiedsrichter benötigt. Wer Lust hat, Schiedsrichter zu werden, anmelden, kann ich nur empfehlen. Persönlichkeit, Auftreten, das sind so Sachen, wo einem persönlich auch was bringt. Schulung beim Badischen Fußballverband im Haus des Sports in Karlsruhe. Auch das gehört zu dem Förderprogramm, an dem Fabian Hilz teilnimmt. Einmal im Monat trifft sich der Regionalkader, um verschiedene Themen zu vertiefen. Heute abseits. Der Ball wird jetzt hier in einer Angriffssituation geflankt zu diesem Stürmer, der näher der Torlinie steht als der vorletzte Abwehrspieler, in dem Fall der hier. Noch nie bin ich hierher gekommen und habe danach nicht mehr gewusst als vorher, weil einfach auch nochmal die Festigung da ist. Und alleine auch schon, weil wir hier jedes Mal Regeltests schreiben, ist es auch so, dass wir uns da ständig fortbilden und auch an diese Regeltests gewöhnen. Nochmal zurück auf den Platz. Das Spiel zwischen Viktoria Berghausen und dem FV Malsch endet 0:0. Bis auf ein paar ruppige Szenen keine besonderen Vorkommnisse für Fabian. Ja, also es ist natürlich immer schön, wenn man als Schiedsrichter auch zugucken kann und nicht vielleicht so unbedingt viel einschreiten muss. Aber wenn es dann mal knallt, dann bin ich natürlich da. Ansonsten freut es auch den Schiedsrichter, wenn natürlich mal ein Spielfluss zusammenkommt und man nicht so viel immer pfeifen muss, unterbrechen muss. Natürlich genau das Gleiche wie auch als Zuschauer. Dutzende Liga- und Pokalspiele gilt es, jedes Wochenende zu besetzen, Schulungen zu organisieren und Ansprechpartner zu sein. Viel Arbeit für die Schiedsrichterverbände. Da auch einen herzlichen Dank an unseren Verbandsschiedsrichterobmann Rolf Karcher, der sich da sehr für die Jugend einsetzt. Unser Team um den Untergruppenleiter Pascal Hoveder, der Lehrwart Simon Karcher, unser Obmann Hans-Peter Lares und noch viele weitere, die da dafür mitverantwortlich sind. Es sind die Schiedsrichter, die ein Spiel erst möglich machen. Und sie tun es, genau wie Fabian Hilz, aus Leidenschaft zum Fußball. Das BSB-Porträt, der Badische Sportbund. Von Aikido bis Turnen und von Fußball bis zum Kegeln. Sport in Nordbaden.